Einen schönen Sonntag, herzlich willkommen zum Hohen Haus, heute mit diesen Themen. Weichenstellung, was bedeutet die Stärkung der Rechten für den künftigen Kurs der EU? Im Studio ist Franz Fischler, ehemaliger EU-Kommissar und ÖVP-Landwirtschaftsminister. Breitseite, Wolfgang Sobotka über seinen Rücktritt und seine Rolle als Wegbereiter für Sebastian Kurz. Nach der Wahl ist vor der Wahl ein beliebter Spruch, der nach der EU-Wahl aber besonders gilt. Die EU-Wahl galt in Österreich als Testwahl für die Nationalratswahl im September. Die Parteien haben sich längst in Stellung gebracht. Und auch die Diskussionen um den österreichischen EU-Kommissar haben bereits begonnen. Denn dass gerade die ÖVP, die bei der EU-Wahl zu den Verlierern gehört, diesen zum wiederholten Mal stellen soll, gilt nicht mehr als abgemacht. Susanne Deubel über die Ergebnisse und Folgen der europäischen Parlamentswahlen. Totenstille bei der ÖVP nach der ersten Trendprognose. Inzwischen ist klar, mit 10 Prozentpunkten Stimmverlust hat man 2 Mandate verloren, ist aber immerhin noch Zweiter nach der FPÖ. Wir haben gezeigt, dass der Platz 1 nicht nur in Reichweite ist, sondern dass wir von Platz 1 auch alles andere als weit weg sind. Klarer Wahlsieger, die FPÖ. Auch wenn man unter dem Wahlziel von 30% geblieben ist, so hat man doch von 3 Sitzen auf 6 Sitze verdoppelt. Das hat alles gepasst und natürlich auch die Themenlage, wo man über viele Monate hinweg die richtigen Themen angesprochen hat. Die beiden Top-Themen für die Bevölkerung im Wahlkampf waren Zuwanderung und Sicherheit und Krieg, gefolgt von Umwelt- und Klimaschutz und Wirtschaft. Keines dieser Themen dürften die Wählerinnen mit der SPÖ verbinden. Sie konnte von den Verlusten der Regierungsparteien nicht profitieren. Ich habe befürchtet, dass bei dieser EU-Wahl, bei der leider die Themen hinter Emotionen und hinter Angstschüren gestellt worden sind, ein solches Ergebnis möglich erscheint. Es ist leider eingetreten. Nur in Wien und Burgenland ist die SPÖ stimmenstärkste Partei. Kärnten, Steiermark und Oberösterreich konnte die FPÖ für sich gewinnen. In Niederösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg lag die ÖVP vorne. Die Grünen sind mit einem blauen Auge davongekommen. Sie haben zwar ein Mandat verloren, sind aber noch zweistellig bei den Prozentpunkten. Wir hatten viel Gegenwind. Gleichzeitig sind wir sehr, sehr stabil geblieben. Wir lassen uns da nicht umblasen. Der zweite kleinere Sieger neben der FPÖ sind die Neos. Sie konnten ein Mandat dazu gewinnen. Wir beide haben natürlich Wahlkampf gemacht, aber nebenbei haben wir schon mit Kolleginnen und Kollegen in Brüssel geredet, weil wir es wirklich ernst meinen. Wir wollen dort was bewegen. Deswegen haben wir beide auch schon geredet, in welchen Ausschüssen und so weiter wir mitmachen können. In Brüssel werden die beiden NEOS-Abgeordneten allerdings auf eine geschwächte liberale Fraktion treffen. Die Liberalen haben europaweit 20% ihrer Abgeordneten verloren und liegen jetzt bei 80 Sitzen. Es werden also weit weniger Liberale in den Ausschüssen vertreten sein als bisher. In Frankreich waren die Verluste der liberalen Renaissance-Partei von Macron mit 8 Prozentpunkten und genauso vielen EU-Mandaten besonders groß. Präsident Macron hat am Wahlabend deshalb völlig überraschend Neuwahlen ausgerufen. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Noch größere Verluste gab es europaweit nur bei den Grünen. Sie sind von 71 auf 52 Mandate gefallen. Die europäischen Sozialdemokraten haben 3 Mandate verloren. Die 5 ÖVP-Abgeordneten werden in Brüssel auf eine gestärkte Europäische Volkspartei treffen. Sie haben 14 Mandate dazu gewonnen, liegen jetzt bei 190 Mandaten und bleiben stärkste Kraft. Das ist vor allem Ländern wie Spanien und Deutschland zu verdanken, wo die Konservativen die stärkste Kraft sind. Die amtierende konservative EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kann also auf eine zweite Amtszeit hoffen. Dafür braucht sie allerdings eine absolute Mehrheit von mindestens 361 der insgesamt 720 Abgeordneten. Diese würde es zwar wieder gemeinsam mit den Sozialdemokraten und den Liberalen geben, allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass alle Abgeordneten dieser Fraktionen auch von der Leyen wählen. Schon beim letzten Mal konnte sie nur mit einigen Stimmen der Rechten im Parlament gewinnen und auch diesmal liebäugelt von der Leyen mit Stimmen vom rechten Lager. Ein Teil dieses Lagers fand sich bisher bei den europäischen Rechtskonservativen, wie die Fratelli d'Italia der rechten italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die alleine 24 Abgeordnete nach Brüssel senden. Die Rechtskonservativen haben 7 Abgeordnete dazugewonnen und stellen jetzt 76 Abgeordnete.
Die Nationalisten, wo sich die 6 FPÖ-Abgeordneten wieder einreihen werden, hatten bisher 49 Abgeordnete. Sie werden nach der Angelobung 58 haben. Die beiden größten Delegationen kommen aus dem rechten französischen Lager von der Partei Rassemblement National von Marine Le Pen und von der deutschen CDU-CSU. Beide Parteien schicken jeweils 30 Abgeordnete ins EU-Parlament. 99 europäische Abgeordnete sind fraktionslos bzw. gehören noch keiner Fraktion an. Circa die Hälfte wird sich wohl auf eine der 7 Fraktionen aufteilen. Vom 16. bis 19. Juli wird sich das Europäische Parlament konstituieren. Da werden die 720 Abgeordneten aus den 27 Mitgliedstaaten angelobt. Eine der ersten Aufgaben des Parlaments wird es sein, die Kommissionspräsidentin zu wählen, die dann mit den vorgeschlagenen Personen aus den restlichen 26 EU-Staaten eine Kommission bilden wird. In Österreich braucht die Regierung eine Mehrheit im Hauptausschuss des Nationalrats, um einen Kandidaten oder eine Kandidatin nominieren zu können. Und das wird mit dem EU-Wahlergebnis und kurz vor der Nationalratswahl, wo die Karten wieder neu gemischt werden, nicht einfacher. Die ÖVP hat so auf der einen Seite die krachendste Wahlniederlage aller Zeiten bei Europawahlen zur Kenntnis nehmen müssen, sieht sich selbst aber jetzt irgendwie als Sieger und kommt auch irgendwie auf die Idee, dass sie den EU-Kommissar nominieren können. Bisher haben FPÖ und ÖVP ihre Ansprüche auf das Amt kundgetan. Die Neos haben den EU-Langzeitabgeordneten Ottmar Karas von der ÖVP ins Spiel gebracht, die SPÖ den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn. Das Name-Dropping hat begonnen. Und im Studio begrüße ich dazu jetzt Österreichs ersten EU-Kommissar Franz Fischler. Danke fürs Kommen. Grüß Gott. Herr Dr. Fischler, bis dato hat eben immer die ÖVP den Kommissar gestellt. Das ist mit der jetzigen Ausgangslage nicht sicher. Wer soll denn den EU-Kommissar oder wer soll denn EU-Kommissar werden? Haben Sie da eine auch persönliche Präferenz und muss er unbedingt von der ÖVP nominiert worden sein? Also wenn ich beim Letzten anfange, es gibt kein Gesetz, in dem steht, EU-Kommissare kommen nur von der ÖVP, das ist klar. Die Frage ist, auf wen kann man sich verständigen, weil es ja einen Doppelbeschluss sozusagen in Österreich braucht, auf der einen Seite von Seiten der Regierung und auf der anderen Seite vom Hauptausschuss. Und dann wird man halt müssen verhandeln um den bestmöglichen Kandidaten. Das ist eigentlich, was ich an die erste Stelle rücken würde, zu nominieren. Das heißt, Sie sagen, er muss nicht von der ÖVP nominiert sein. Könnte das auch ein überparteilicher Kandidat sein? Na, wie gesagt, die ÖVP kann gar nicht nominieren, sondern nominieren muss die Regierung. Das heißt, in der Regierung muss man sich schon einmal zwischen Schwarz und Grün einigen. Und dann im Hauptausschuss ist das ähnlich. Gut, da gibt es einen Seitleiter zwischen den Grünen, wo auch der Vizekanzler Kogler gesagt hat, na, das gilt eigentlich nicht mehr so. Eben. Aber für Sie halte ich jetzt fest, für Sie persönlich muss er jetzt nicht von der ÖVP nominiert sein, sondern es sollte einfach eine geeignete Person sein. Können wir das so stehen lassen? Die bestmögliche Person ist, glaube ich, im Interesse Österreichs. Die EU-Skepsis ist gestiegen, vor allem in Österreich. Da ist die Zustimmung zur EU am niedrigsten überhaupt. Warum ist das so? Kann man den Österreicherinnen und Österreichern die Vorteile der EU nicht näher bringen? Woran scheitert es? Na, können tut man das sicher, aber es passiert zu wenig. Ich glaube, wir brauchen in Österreich wieder mehr Engagement in Sachen Europäische Union. Und wir müssen den Österreichern wirklich viel, viel deutlicher machen, wie groß die Vorteile sind, die wir durch unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union haben. So wie das kürzlich der Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes gemacht hat, der vor allem darauf aufmerksam gemacht hat, wie viel Wohlstand wir verlieren würden, wenn wir nicht in der EU wären. Warum macht das aber zum Beispiel die ÖVP nicht oder macht die das zu wenig, offenbar? Nein, ich glaube, das ist eine Aufgabe nicht spezifisch nur für die ÖVP, sondern eine Aufgabe für die gesamte Politik. Aber warum passiert das dann nicht? Ja, da müssen Sie die zuständigen Herrschaften fragen, warum sie andere Dinge vorreihen. Es ist das sicher auch ein Problem in Österreich, dass man die eigenstaatlichen Themen und gerade in einem Wahljahr wie heuer stärker betont als die europäischen Themen. Man hat auch den Eindruck, die Europapolitiker stehen nicht auf derselben Prioritätenliste wie ein Politiker aus dem Inland. Da hat er zum Beispiel ÖVP-Kanzler Karl Nehammer zu Reinhold Lobatka gesagt, danke, dass du dir das antust, Reinhold. Oder bei der SPÖ Andreas Schieder, er wurde nicht Wiener Bürgermeister, also ab nach Brüssel, so quasi hast du einen Opa-Schicke nach Europa. Ja, das ist der alte Sager, der schon seit unserem EU-Beitritt existiert. Aber ist er noch aktuell?
Nein, ich würde nicht sagen, dass er so aktuell ist, aber eines ist schon nach wie vor aktuell, nämlich wenn es darauf ankommt, gerade eben heuer in einem Wahljahr, dann sind die österreichischen Themen der Politik wichtiger als die europäischen Themen auf der einen Seite und auf der anderen Seite handelt man halt gerne so quasi nach dem Prinzip, das Hemd ist uns näher als der Rock. Aber Brüssel ist kein Abstellgleis für Politiker? Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass von der Leyen, die wieder EU-Kommissionspräsidentin werden möchte, von den beiden starken rechten Frauen in Europa, von Meloni und Le Pen, möglicherweise unterstützt, geduldet wird und wieder EU-Kommissionspräsidentin wird. Dafür muss sie möglicherweise auch einen Deal mit den beiden eingehen, weil es geht um den Green Deal und da ist nicht sicher, weil die rechten Parteien den Green Deal nicht so unterstützt haben, dass die den auch unterstützen würden. Das heißt, muss von der Leyen hier Zugeständnisse machen dann? Das sehe ich insgesamt ein bisschen anders. Erstens einmal, nach dem Wahlergebnis zum Europäischen Parlament haben die drei Parteien, die bisher eine Art informelle Koalition gehabt haben, wiederum die Mehrheit. Das heißt, wenn im Parlament alle Mitglieder dieser drei Parteien, die dort vertreten sind, für die Frau von der Leyen stimmen, dann ist sie Präsidentin. Das Risiko, das besteht, nachdem das eine geheime Abstimmung ist, ist, dass nicht alle dafür stimmen. Und deswegen gibt es ja auch diese Versuche, sich an die Frau Meloni anzunähern, sodass man eine breitere Basis hat für die Abstimmung. Das heißt, Sie meinen, dass aus der eigenen Fraktion von von der Leyen Leute ausscheren und sie dann nicht wählen, weil sie sagen, okay, die wendet sich jetzt den Rechten zu? Naja, wo sie sich hinwenden, ist eine andere Frage. Aber das war schon das letzte Mal so, dass ja die Frau von der Leyen nur mit einem Überhang von 6 Stimmen Kommissionspräsidentin geworden ist, obwohl damals diese drei Parteien zusammen sogar über mehr Mandate verfügt haben, als das derzeit der Fall ist. In der Europäischen Union geht es ja auch um Sicherheit. Jetzt hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt den Nahostkonflikt. Die Neos haben die Idee von einer eigenen EU-Armee. Was würden Sie denn davon halten? Na, ich glaube, die EU-Armee steht nicht an erster Stelle. Dass wir unsere Sicherheitspolitik verstärken müssen, das ist, glaube ich, evident. Da gibt es auch wenig Stimmen dagegen. Und was heißt aber dieses Verstärken? Das heißt zunächst einmal, dass man die nationalen Sicherheitssysteme, von denen wir ja, würde ich sagen, allzu viele haben, dass man die besser koordiniert, dass man auch die Waffensysteme harmonisiert, dass man sie kompatibel macht, dass man mehr Austausch pflegt und so weiter. Und vor allem auch, was ein wirtschaftlich wichtiger Gesichtspunkt ist, dass wir mehr von den Sicherheitssystemen, von den Waffen, die wir brauchen, selber produzieren. Das ist, glaube ich, sind die ersten notwendigen Schritte. Und dann ganz am Ende, sage ich einmal in 15, 20 Jahren, da gibt es dann vielleicht eine EU-Armee. Also das heißt, Sie wären da nicht komplett abgeneigt, das wäre dann aber ein Problem für die österreichische Neutralität möglicherweise? Das ist möglicherweise ein Problem, aber eben wie gesagt, erstens ist das nicht etwa ein Thema für die nächsten 10 Jahre, sondern später. Und zweitens, glaube ich, muss auch bei uns in Österreich endlich klar sein, es geht um unsere Sicherheit. Und nur zu sagen, wir sind neutral, das schafft noch keine Sicherheit, sondern im Gegenteil, das führt eher zu Verunsicherung in den heutigen Zeiten. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Die EU muss ja auch einige wichtige Zukunftsfragen klären. Wo sind die Grenzen der Erweiterung? Soll etwa die Ukraine, soll die aufgenommen werden in die Europäische Union? Das ist auch ein Langfristprogramm, also was zunächst passieren muss. Ich bin sehr dafür, dass die Europäische Union größer wird, aber in ihrem jetzigen Zustand und mit den jetzigen Entscheidungsmechanismen, die die Europäische Union hat, wird das nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen zuerst Reformen, Reformen vor allem der Entscheidungsstrukturen, aber auch bei der Subsidiarität, auch bei der Einstimmigkeit, auch bei manchen Politiken wie der Agrarpolitik. Und dann kann man neue Staaten aufnehmen. Ist die EU generell nicht erweiterungsfähig, würden Sie das sagen? Nein, generell nicht erweiterungsfähig, das kann man nicht sagen. Aber in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, ist sie nicht erweiterungsfähig. Wir sind leider am Ende der Zeit. Herr Dr. Fischler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
Dieses Gespräch haben wir voraufgezeichnet. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament am vergangenen Sonntag waren die Themen Zuwanderung sowie Sicherheit und Krieg, wir haben gerade davon gesprochen, jene, die die Wähler, Wählerinnen und Wähler am meisten beschäftigt haben. Gleich der erste Tagesordnungspunkt bei der ersten Nationalratssitzung nach der Wahl war eine Aktuelle Stunde, für die die FPÖ das Thema Senkung der Strafmündigkeit und ein Ende der importierten Gewalt bestimmt hat. Vertreterinnen und Vertreter aller anderen Parteien sprachen zwar von Problemen mit Jugendgewalt, wollen aber die Strafmündigkeitsgrenze nicht senken. Klaus Bruckmann hat die kontroverse Debatte beobachtet. Der jüngste Kriminalfall in Wien liegt genau 4 Tage zurück. Ein Rumäne ermordet eine Mitbewohnerin in einer WG mit einer Axt. Als er auf die eintreffende Polizei losgeht, wird er erschossen. Der freiheitliche Sicherheitssprecher bezieht sich auf andere Kriminalfälle aus den letzten Monaten. Über Monate hinweg sollen 17 Verdächtige zwischen 13 und 18 Jahren ein 12-jähriges Mädchen übelst missbraucht und geschändet und gequält haben und das Opfer im Anschluss verhöhnt haben und weiterhin bedroht haben. Das ist so weit gegangen, dass die Familie weggezogen ist, den Wohnort gewechselt hat aus lauter Angst. So weit sind wir gekommen, dass die Opfer flüchten müssen, weil die Täter nicht bestraft und nicht sanktioniert werden, meine Damen und Herren. Ich sage eines ganz klar, wer mit 13 Jahren alt genug ist, um zu vergewaltigen, um schwere Körperverletzungen zu begehen, ja, vielleicht auch zu morden, der ist auch alt genug, um Konsequenzen zu tragen. Der kann in ein Bootcamp und der kann auch ins Gefängnis. Die ÖVP sagt, unter dem damaligen Innenminister Herbert Kickl sei die Situation auch nicht besser gewesen. Mit Sicherheit spielt man nicht. Und mit den Ängsten und mit den Sorgen der Menschen spielt man auch nicht. Weil Politik ist kein Spiel und Sie betreiben es aber wie ein Spiel. Sie blöffen und täuschen die Bevölkerung. Sie geben vor, Lösungen zu haben. Keine einzige haben Sie, keine einzige. Sie beschreiben Probleme, Sie verwenden diese Beschreibung zur Emotionalisierung, zur Polarisierung und auch zur Hetze. Aber Sie lösen die Probleme nicht. Und das ist der Vorwurf, den man Ihnen machen muss. Der Innenminister verweist darauf, dass es künftig sicherheitspolitische Fallkonferenzen für straffällige Jugendliche geben soll. Jugendliche mit 12, 13, die schwere Straftaten begehen, auch davon bin ich überzeugt, müssen auch Konsequenzen spüren. Und daher haben wir zunächst vorgeschlagen, eine Novelle im Sicherheitspolizeigesetz mit der sogenannten polizeilichen Regelbelehrung, wo eben jugendliche Straftäter, auch Minderjährige, 12, 13 oder auch noch jünger, gemeinsam mit den Eltern verpflichtet, auch zur polizeilichen Regelbelehrung erscheinen müssen. Wenn sie das nicht tun, dann gibt es auch Strafen. 1.000 bis 4.600 Euro sind die Strafen hier für die Eltern. Um auch die Elternverantwortung hier mit einzubeziehen. Ganz konkreter Vorschlag im Sicherheitspolizeigesetz, den wir für sinnvoll und richtig halten. Die SPÖ fordert mehr Personal bei Polizei und Justiz. Wer allerdings der Meinung ist, dass es ausreicht oder dass es die Lösung ist, das Strafmündigkeitsalter zu senken, oder wer glaubt, dass der dumpfe FPÖ-Rassismus ausreicht, um das Problem zu lösen, der irrt gewaltig, meine Damen und Herren. Es mutet ja schon fast ein bisschen skurril an, wenn ich hier die FPÖ und ÖVP sehe, die sich da draußen darstellen als die Sicherheitsparteien in diesem Land. Ja, wer trägt denn seit über 20 Jahren die Verantwortung für die Sicherheit in diesem Land? Es ist die ÖVP und die FPÖ. Und ihr seid verantwortlich für diesen Zustand, den wir jetzt hier haben. Auch die Grünen üben Kritik an den Freiheitlichen und verlangen zusätzliche Integrationsmaßnahmen. Sie wissen ganz genau, dass eine Senkung des Strafalters keine einzige dieser Taten verhindern würde. Und Sie wissen ganz genau, dass wir dort ansetzen müssen, bevor etwas passiert. In der Prävention. In der Präventionsarbeit. Das ist etwas, das anstrengend ist. Es bedeutet nämlich wirklich Arbeit. In der Präventionsarbeit, in der Schulsozialarbeit, auch in der Integrationsarbeit. In der Männer- und Burschenarbeit, auch beim Opferschutz. Auch die NEOS sind für verpflichtende Antigewalttrainings und für gemeinnützige Arbeit von straffälligen Jugendlichen statt Haft.
Erstens, es braucht für unmündige Minderjährige, die schwere Straftaten begehen, harte Konsequenzen. Die müssen auch den Rechtsstaat spüren. Wir schlagen vor, dass durch einen Richter oder eine Richterin verhängt verpflichtende Antigewalttrainings durchgeführt werden, verpflichtende gemeinnützige Arbeit. Und ja, drittens, dass, wenn diese Tätigkeiten nicht befolgt werden, wenn diese Konsequenzen nicht eingehalten werden, dass es auch zu einer Verantwortung unter Androhung von Strafen für die Erziehungsberechtigten gibt. Eine Senkung der Strafmündigkeitsgrenze wird es derzeit nicht geben. Für Straftäter, die 13 Jahre oder jünger sind, soll es aber künftig auch Bewährungshilfe geben. Vorige Woche hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka angekündigt, dass er bei der Nationalratswahl im Herbst nicht mehr antreten wird und auch sonst kein politisches Amt mehr anstrebt. Ich habe Sobotka nach seinen Beweggründen gefragt und mit ihm über sein eher ausbaufähiges Image und seine Rolle als wichtiger Wegbereiter für die Parteiübernahme durch Sebastian Kurz gesprochen. In diesem Zusammenhang lässt Sobotka mit einer Breitseite gegen Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner aufhorchen. Herr Präsident, Sie haben vor kurzem verkündet, dass Sie sich aus der Politik zurückziehen werden nach dem Ende dieser Legislaturperiode. Was wollen Sie denn noch alles abarbeiten? Ich glaube, es ist in dieser Zeit notwendig, eine klare Haltung an den Tag zu legen. Die Entscheidung ist viel früher schon getroffen worden. Es war jetzt der richtige Moment, das auch klar zu machen. Was für mich ganz entscheidend ist und so ich bei jeder Funktion so ausgefüllt, dass ich bis zum letzten Tag mit voller Kraft oder mit der vollen Verantwortung für diese Position arbeite. Das ist jetzt im Sitzungsplan der Fall. Es kommen zahlreiche Besuche. Wir haben gerade, was Ausstellungen betrifft, ganz wesentliche Momente zu bestreiten. Sie haben gesagt, die Entscheidung zu einem Rücktritt ist schon vorher gereift. Wann ist denn diese Entscheidung gereift? Gab es da irgendeinen Anlassfall? Es gab keinen Anlassfall, außer den, dass ich das mit meiner Familie besprochen habe. Sprich mit meiner Frau. Wie wird sich die nächste Zeit gestalten? Was ist noch so quasi für uns beide auch für eine Lebenszeit vorgesehen? Und da habe ich gesagt, ich muss mich ein bisschen aus diesem Alltagsgeschäft, aus dieser auch zeitlichen oder vielleicht sogar emotionellen Spannungssituation etwas rausnehmen. Und da habe ich mich entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Ich habe das sehr geschätzt, das Angebot des Bundeskanzlers, auf die Bundesliste gesetzt zu werden. Das Angebot gab es und ich schätze seine Loyalität und Loyalität ist keine Einbahnstraße, das ist auch von mir das Gleiche. Offenbar ist Ihnen vorgeschlagen worden, vom Bundeskanzler Sie auf die Bundesliste zu setzen, aber die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner hat Sie nicht auf die Landesliste gesetzt, hat Sie das gekränkt? Ich glaube, die Erstellung von Listen ist eine Sache, die sich Parteien und Pleite ausmachen. Und ich glaube, es ist vernünftig, dass man eine bundespolitische Funktion auch so letzten Endes abbildet, wenn man sie abbilden möchte. Ich denke, wir sind im besten Einvernehmen mit all diesen Teilen der Partei. Und es gibt da keine, wie immer gearteten Ressentiments, die vielleicht hineininterpretiert werden. Das heißt, Sie waren gar nicht gekränkt, hat Sie nicht gestört, dass Sie nicht auf der Landesliste waren? Ich glaube, das war ein vernünftiger, ein guter Schritt. Und kränken ist keine Kategorie in der Politik, bitte. Warum ist kränken keine Kategorie in der Politik? Nein, weil wenn die Politik geht, dann weiß man, da passieren Sachen, die vielleicht einem nicht so gefallen oder besser gefallen. Das ist weder ein Grund, sich über die Borden zu emotionalisieren, schon gar nicht zu kränken. Sie haben gesagt, Sie haben neben Ihrer Familie Kanzler Nehammer und Generalsekretär Stocker eingeweiht in Ihre Rücktrittspläne. Haben Sie da in überraschte oder in erleichterte Gesichter geschaut, ganz ehrlich? Also ich glaube, dass die Gespräche, die ich mit den Damen und Herren unter vier Augen geführt habe, solche Gespräche sind, die unter vier Augen bleiben. Sie kennen meine Haltung. Das würde ich Ihnen nie über Medien ausrichten, aber ich kann Ihnen versichern, es war ein sehr, sehr freundschaftliches Gespräch in allen Fragen. Es gibt Gerüchte, was Sie danach machen. Also jetzt gibt es das Gerücht, dass Sie die politische Akademie der ÖVP leiten. Und es gibt aber auch Gerüchte, dass Sie sich in der jüdischen Community engagieren, möglicherweise sogar im Ausland. Welcher der beiden
Dinge. Ist richtig oder stimmen vielleicht sogar beide? Ich glaube, dass man Gerüchte nicht kommentieren sollte. Und so wie ich gesagt habe, auch meine Entscheidung, ich werde sie dann so quasi kommentieren. Wenn ich über die Brücke gehe, ist es auch da. Ich habe jetzt ein Ziel. Das ist der 29. September. Ich glaube, es ist für mich und jetzt für viele klar, die ÖVP kann gewinnen, sie kann wieder siegen und das werde ich nach besten Kräften unterstützen in meinen politischen Funktionen und ich werde im Parlament das abzuarbeiten haben, was wir uns vorgenommen haben, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, wir sehen auch, dass wir jetzt gerade in der ÖVP wieder von einer Nulllinie startend wirklich eine bemerkenswerte Aufholjagd hingelegt haben und ich gehe davon aus, wir gehen als Nummer eins. Dann im September durch das Ziel mit Karl Nehammer. Sehr optimistisch, Herr Präsident. Nein, Sie sind jetzt nicht optimistisch. Man hat uns, wenn man sich ansieht, die Umfragen, da war ja auch ein Ziel dabei, uns dementsprechend also wirklich klein zu schreiben. Und man hat gesehen, dass es nicht funktioniert. Sie sind also, ich sage es jetzt nochmal, optimistisch, dass die ÖVP als Erste durchs Ziel geht. Jetzt hat man bei der EU-Wahl gesehen, vergangenen Sonntag, da hatte die ÖVP -10%. Ein schlechtes Ergebnis wie überhaupt noch nie. -10% bei einer Bundeswahl. Die FPÖ wurde erstmalig Erster bei einer Bundeswahl. Wäre wahrscheinlich noch stärker geworden, wenn die DNA-Partei nicht angetreten wäre. Die hat 2,5% bekommen. Was macht Sie so optimistisch? Ja, das Wenn gilt in der Politik nicht. Ich glaube, es ist ein Faktum, dass die ÖVP in diesen letzten Jahren von sehr, sehr vielen ungerechtfertigten Angriffen wirklich massiv attackiert wurde. Schauen Sie nur die Verfahren an. Alles eingestellt zum Teil, keine Verurteilungen mit ganz wenigen Ausnahmen und all das, was man ihr unterstellt hat, durch keine Form, in irgendeiner Form sich gezeigt hat. Ich glaube, aber das interessiert die Leute nicht, die Streiterei. Ich glaube, dass die ÖVP in der Frage, was interessiert die Menschen, auch klar, was Familie betrifft, was Sicherheit betrifft, was Leistung betrifft, auf die richtigen Themen sich konzentriert. Das heißt, Karl Nehammer ist die richtige Person als Spitzenkandidat für diese Wahl. Das klarer, das ist er und das wird er bleiben. Hätten Sie sich gewünscht, dass es ein Comeback gibt vom ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz? Ich glaube, das dann würden die Zahlen vielleicht anders ausschauen. Ich glaube, diese Fragen schließen sich aus. Dieses wäre, wenn, ist erstens einmal in der Politik eine vollkommen falsche Frage. Wir sind von der Nulllinie mit Karl Nehammer und seinem Team gestartet. Und ich glaube, man hat sich erfolgreich positionieren können. Politik ist ja auch bekannt als ein bisschen schmutziges Geschäft. Gibt es da noch Dinge, die die ÖVP im Talon hat, die noch kurz vor der Nationalratswahl ausgepackt werden? Sie müssen jetzt nicht sagen, was, aber gibt es da noch etwas, was Politik andere Parteien... Politik ist kein schmutziges Geschäft, das lehne ich eben ab. Manche versuchen mit Methoden à la Silberstein das immer wieder zu tun. Es ist nur ein Synonym, möchte ich sagen. Nicht, dass schon wieder wer auf die Idee kommt, das wäre ein antisemitischer Code, nur weil der in Israel zu Hause war. Ich glaube, dass es für uns klar sein muss, dass wir dieses, nennen Sie es anders, Dirty Campaigning, das aus Amerika kommt, dass wir das nicht akzeptieren. Jedes schmutzige Geschäft ist von uns rundweg abzulehnen. Herr Präsident, Sie wurden mal Abrissbirne genannt innerhalb der ÖVP, weil Sie ja eben Reinhold Mitterlehner, wurde Ihnen gesagt. Nicht innerhalb der ÖVP, das ist der Ausdruck vom ehemaligen Bundeskanzler Kern. Aber dass Sie innerhalb der ÖVP den Mitterlehner sozusagen abgesägt haben, jetzt kann man jetzt davon halten, was man möchte. Sie haben damals gesagt, man kann demokratisch ja abgewählt auch werden, auch innerhalb einer Partei. Aber nochmal die Frage, das heißt, Sie haben nichts gegen die FPÖ oder gegen die SPÖ in der Lade, was Sie kurz vor der Nationalratswahl auspacken? Wenn Sie den Fall Mitterlehner zitieren, dann hat mir die Geschichte ja recht gegeben. Einer, der mir die führende Funktion hatte, der jetzt nachdenkt, NEOS zu wählen, ist für mich einfach inakzeptabel. Und das habe ich damals schon gespürt. Und viele andere Vorfälle haben mich dazu geführt, dass ich den nicht für geeignet halte. Und zwar als Politiker. Mensch ist er wie jeder andere. Aber als Politiker die ÖVP zu führen, habe ich nicht für geeignet gehalten. Und darum habe ich mich klar entschieden. Das war eine so Sache. Und ich gehe davon aus, nur um auf die Frage zurückzukommen, wir beteiligen uns nicht an dem Dirty Campaigning. Wir haben das in der Vergangenheit nicht getan, wir tun es auch jetzt nicht. Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Ihr Hohes Haus für heute. Wir freuen uns, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Einen angenehmen Sonntag noch. Auf Wiedersehen.